Gamebusters.de, deine Gaming-Community. Hallo, Freunde! Und willkommen zurück zu Outlast 2! Und wir gehen jetzt genau hier weiter, wo wir aufgehört haben, hier auf diesem komischen, hübschen Scheunendach. Hier liegt überall Stroh, ich glaube, wir bekommen gleich hingeblasen. Nee. Was ich weiß, oder was sie denkt, dass sie weiß, werden wir vergewaltigt in dem Spiel. Oder Joseph Smith war ein Prophet. Dumm. Du hast die Brille gehabt? Ja, scheinbar. Okay. Oh, fuck me. I wasn't ready for that. Boah, du siehst ziemlich schlecht ohne Brille. Oh, Gott will mich tot. Okay. Okay. Wo war sie jetzt? Sie hat Joseph Smith war ein Prophet. Dumm. Er war der Gründer der Mormonen. Dumm. Eine Taschenlampe. Tja. Ah, okay. Nimm mal die nicht mit. Wie wär's damit? Besser nicht. Ist das so eine kleine Verarschung von den Entwicklern? Ja. So, wir legen da jetzt eine scheiß Taschenlampe hin, aber du kannst nicht aufheben, weil wir kleine Hurensöhne sind. Scheiß Red Barrels, Alter. Red Barrels. So ein Bullshit. Keine Batterien? Nö. Was raschelt? Nimm die Tür. Das ist ein geiles Fenster. Ja, dann das ist ein richtig geiles Fenster. Ich suche noch Batteries, weil ich brauche echt Batteries. Ah, oha, jetzt ist der Terrari ohne Batteries. Oh, das ist ein gutes Spiel. Das wird eine gute Zeit. Oh, scheiße. It's always a good time. Oh, it's always a good time. Mit Carly Rae Jepsen. We don't even have to try, it's always a good time. Ja. Soll ich da noch Viere schauen oder? Keine Ahnung, was ist das? Glaubst du, da ist ja nix? Ich hoffe, da ist ja nix. Ja, gut. Verstecken. Da drinnen! Oh, ich komme sogar da. Ja, aber wir müssen lieber verstecken. Das ist wie Assassin, ein Assassin. Mhm. Quatsch. Mir wird immer du. Hey, Baby! Oh yeah, wir sind drin. Du geformt, ich wende zu hören. Major, wir sind drin. Oh, you can hear the rational bashful. So. Oh! Fuck, ich bin gut. Oh, so. Aber sicher nicht. Hier kommt der Boogeyman. Wo war das jetzt? Das Rot. Boogeyman, der. Irgendwo ist ziemlich ausgeschlagen. Yes, das. Hast du einen Aufschlag? Ja. Ja, der ist wahrscheinlich wieder weggegangen. Geh weiter. Wo steht er? Geh weiter, er steht vor der Tür, er wird nicht da drinnen sein. Ich will mir noch dran, ja. Oh! Fuck! Du bist ein Hurensohn! Hey, ich glaube, Whoopi Goldberg gesagt. Whoopi Goldberg! Du bist Whoopi Goldberg, hat er gesagt. Hab ich verstanden. Du kannst dich unter einem Bett verstecken, indem du drunter kriechst. Ich mach extra alles zu. Ja, dann wartest du zu lange und schaust. Ah. Till I reach the end and I'll start again. Oh, I won't give up. I'd wanna try everything. I gotta try everything. Zootopia. Guter Film. War der da eigentlich? Offen. Na, da ist es zu. Sollen wir jetzt einfach drunter verstecken, ja, oder? Ja. Ja. Du kannst aber da stehen bleiben und warten, bis du die fickt. Ja, was? Ist nicht meine Entscheidung. Er steht vor der Tür, ja, und dann geht er ums Haus herum und sagt, hey, ich schlag mir das scheiß Fenster ein, weil ich ein Hurensohn bin. Ja, kannst du da jetzt bitte drunter? Zieh. Ja. Bitte fick mich nicht. Ich hab keinen Bock auf. Was bist du eigentlich für ein elastischer Mensch, der da einfach so drunter passt? Oh, das gehört schon. Hilfe! Komm jetzt einer endlich! Oder er ist nur reingekommen, weil du dich gesehen hast. Das ist natürlich auch Möglichkeit. Kannst du jetzt bitte das Fenster einschlagen? Danke. Ja, aber wenn er das Fenster einschlägt, ist es spart. Wenn er nicht so schnell rein. Ja, aber vielleicht schlagt es nur ein, weil er drinnen gesehen hat. Ja, und wie? Wo sie wieder lassen? Bei der Tür? Beim Fenster? Jimbo? Er schaut aus wie Jimbo, er schaut aus wie ein Inzestkind. Ja. Ich glaube, jetzt kommt jetzt hinten rein, kann es sein? Beim hinteren Fenster. Gut. Jimbo?
Grüß Jimbo. Hallo. Er wartet sogar schon mit seiner Machete. Ah, der ist noch zu aus, wie aus mit dem Ding. Ja, aber wo soll ich hingehen? Keine Ahnung, er sitzt im Rollstuhl, im Klappstuhl. Es braucht aber lang, bis er das einmal fixiert hat. Ja, keine Ahnung, ja, fokussiert. Holy shit. Er hat Probleme. Schleicht die vorbei, da ist Gras neben dir. Ja. Weed all every day. Yeah. Smoke weed every day. Bam 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 bam. Skibidi bam 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 bam. Skibidi bam 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 boom. Komm schon. Ist auf. Da ist er. Du krankes Stück Scheiße, Alter. Jimbo. Ja, und jetzt? Da muss doch irgendwo eine Lücke geben, oder? Oder da so. Ja, da. Nein, ich glaube nicht. Ja, das ist geil. Da oben, das ist geil. Ja, das ist geil. Das ist geil. Ja, ja, ja. Ja, ja, das ist gut. Ja, glaubst ja. Ja, das sieht gut aus. Da Blumschlo. Da Blumschlo. Ja. Da bin ich herum um der Jimbo. Da könnte ich. Ja. Es ist einfach Österreich. Ja, jetzt kannst du da rein, wo er rauskommt. Ja. Schon leise und behutsam taste ich mich langsam in deren Wohnung hinein. Leiser behutsam. Alter, der Batterie geht schnell aus. Leck mir Marsch. Ja, aber es gibt nur normal. I won't give up, I won't give in, till I reach the end and start again. Tja. Oder vielleicht sollst du wirklich so wenig Nachtsicht benutzen wie möglich. Keine Ahnung. Soll ich jetzt warten, oder? Ja, ich muss auf jeden Fall nachladen, aber... Wie viele Batteries hast du noch? Das weiß ich gar nicht. Steht doch nirgends, oder? Sehr gut. Ja. Vielleicht hängt es an meinem Gürtel, so wie meine ganzen. Ja? Irgendwer? Bitte reinkommen. Bitte eintreten. Oder bitte. Das hört sich doch scheiße an, Alter. Da muss doch alles sein. Ja, der ist weit weg. Ja, der kommt wieder. Ich krieg einfach mal durchs Haus. Ja, das ist schon noch Batteries aus. Müssen mich verarschen. Das ist aber gar nichts, oder? Kann das sein? Was ist da rechts? An dem Kasten oder so? Da muss auch irgendwas sein, kannst du das rauchen. Kann ich aufmachen. Ja. Ich kann mich da drin verstecken. Ja, aber. Oh, Scheiße. Ich muss da durch. Ja. Auge zu und durch. Oder Gott, probiert aufmachen. Nein. No. Jimbos Bruder? Jumbo? Wo ist Jumbo? John Cena. Nope! Ich glaub Jumbo ist kein Mann. Dann geht er rechts beim Fenster raus. Links, Money. Da jetzt? Ja. Ich mag nicht! Er wird dir nicht weniger singen, nur weil du dein Ding ausmachst. Ja, aber ich brauch die Batterie. Achso. Okay, dein Ding verbraucht aber drin, gell? Dein Lautstärkeregler. Scheiß mir. Jimbo? Ich will nicht sagen, wir werden das Spiel ein bisschen heller spielen müssen. Ja. Ich meine, das ist schon. Achso, man's. Ah, ja. Wir können uns da dahinter verstecken. So schauen wir aus. Wo dahinter? Oder da drin, oder wo auch immer. Ja. Dann kann er vorbeigehen. Drücke Q oder E zum Spähen. Check. Da ist er. Check. Oh, Freunde. Hast du schon mal das Gefühl gehabt, du musst unbedingt einen Penis lutschen jetzt? Nö. Tja, ja, das Jumbo? Cox? Er haut's aber. Er hätte jetzt gerne einen geilen, jünglichen Schnädel. Du bist immer verheiratet. Ich will mehr nicht. Aber ich glaube, er will mir. Vielleicht was du heißt immer schon. Ja? So wie Courtney Cox? Mhm. Die will auch jeder. Weil sie in der Show heiß war. So. Da kommen wir wahrscheinlich nicht rein. Tippe ich mal so drauf. Mehr da nicht. Bist du irgendwo Hornsohn? Irgendwo?
Er ist überall irgendwo in so einem, wo er hingeht. Was? Ja, sehr schön. Catherine? Jesus? Ja, ich glaube, es was ist sehr viel Tänzer, Alter. Er ist der, der dich gerade umbringen wollte. Und du rennst dann jetzt wieder. Du musst dich umdrehen und dann da hingehen, wo du weitergehst. Da. Ja. Ganz genau, da wo das herkommen ist. Fuck me, Alter. Ich renne jetzt einfach. Hey. Was bist du? Meine Liebe von Philipp. Versuche stark zu sein. Papa kommt sicher irgendwann wieder. Glaube nicht. Ich glaube, Philipp ist tot. Das ist aber schön. Ja, ich weiß nicht, was du schön siehst. Ja, dann nehmen wir ein bisschen auf. Ich finde siehst du nicht diesen geilen Mondschein? Spaziergänge am Strand sind schön, aber so. Ja, ein langer Spaziergang beim Mondschein. Das ist hässlich. Vor allem, weil du immer vergewaltigt bist die ganze Zeit. Ja. Ich glaube, das ist Joseph Smith. Hallo, Mr. Mormon! Warum bringen Sie immer so was Religiöses in Outlast ein, Alter? Ich weiß nicht, vielleicht haben Sie ein Problem mit Religion. Machst du mal auf, oder? Oder muss ich da jetzt auch noch einen Eingang finden, weil. Vielleicht. Ja. Maybe, baby. Maybe, baby. Hey! Hallo, Jungs. Mädels. Der Felix und Tag. Rio für mich. Was? In die Mund nehmen Mario und dann spitzen. Oh, Salami. Ganz, ganz oh, ja, bisschen lecki. Ja. Ja, guti, guti. Oh, bisschen. Oh, Joseph Smith. Oh, motherfucker. Hola, señor. Evangelium Siluvium. Okay, gut, dass man das jetzt. Das ist sicher irgendwas zu bedeuten. It's a me, it's a Maria. Oh, sperr mal auf. Schau mal rein. Oh, sperr mal. Oh shit, ich glaube, da muss ich noch rein. Ich glaube, ich muss zuerst da rein, oder? Oder? Was ist oder? Keine Ahnung. Achso, da kann ich. Kann nein, ich doch. Kannst du wahrscheinlich nicht rein, oder? Nein. Nein. Das ist die Mustaine. Die haben da gerade einen Gottesdienst, also darfst du nicht stören. Stimmt, weil ich bin ja Heide. So, hallo, ich bin Heide. Oder deine Freunde. Ja. Nehm es langsam. Sie sind Heiden. All my friends are heathens, take it. Carpe abyssum at... Atrum. Atrum. Hey! Hey, du schaust aus wie das Outlast 1. Nein, doch nicht so. Irgendwie schon. Ein bisschen. Holy shit, das ist eine Folterkammer. Oh, cool. Oh, cool. Oh, cool. Ich liebe. Folterkammer. Ah. Schlüssel. Ad inferni per aspera, also in dem Höllenfeuer für immer. Oder? Durch ja, ist doch aspera. Ach, ja, stimmt. Zu Feuer durch aspera. Hey, habt ihr Batterien für mich? Ganz schnell. Kurze Frage. Irgendeine Batterie? Aspirin. Aspir! Du Hurensohn! Fick! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Ja. Ah, das wird mir gar nicht aber missen, das komische Loch da. Fuck, warum sind da überall Bilder von diesen fetten Hurensohn? Entschuldigung, so das sagt man ja nicht, wir sind ja in der Kirche. Von diesem fetten jungen Mann. Ist ein Huren in der Kirche nicht erwünscht, oder was? Ja, wenn's wollen. Oh, und so komme ich wahrscheinlich zum Gottesdienst. Das ist, ich schleich mir da einfach rein. Hey Freunde, ich gehe gern zu Gottesdiensten. Ich liebe Jesus. Ich habe immer ein Gesicht, ein Lächeln auf dem Gesicht und einen Gesichtsausdruck, als würde ich Jesus persönlich kennen. Aspera ist sowas wie das Raue. Weil per aspera ad astra hast du durch das Raue zu den Sternen. Mhm. Bullshit. So, oh fuck, jetzt haben wir mal. Was hast du gesagt? Scheiß Schatten hat mich schon wieder geschreckt. Ja, sie haben mal wieder gesagt, ich kann mit einem Kosten verstecken, aber ich will mit einem Kosten verstecken. Dann versteck den nicht im Kosten. Ja, aber da ist das, das schaut wieder so scheiße aus. Das schaut aus wie ein Türschloss, das schaut nicht scheiße aus. Als wenn wieder irgendein Arsch kämmern wird. Nimm deine dreckigen Hände von mir. Aber weißt du, wie das ausschaut? Das schaut aus wie... Das Ende der Folge? Ja! Freunde. Also, wenn euch diese Episode von Outlast 2 gefallen hat, dann lasst uns doch ein Like da. Und ein Abo, damit ihr alle anderen neuen Videos von uns sehen könnt, wenn ihr das wollt. Und ja, ich habe Angst vor diesem Spiel. Es macht mich kaputt. Und es ist cool.
Wirklich? Ja, da weiß ich. So schlimm ist es echt nicht. Na, da weiß ich noch nicht so schlimm. Es geht. Es geht. Ich will vielleicht ein bisschen überreagieren, aber ich mag es eigentlich. Also es gibt mal einen Kick. Also dann, Freunde, bis zur nächsten Episode von Outlast 2 oder irgendwas anderem, was wir noch nebenbei spielen. Safe Jesus, howdy doody, Freunde. Ja, howdy doody.